So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toolbox-Video. Ich dachte mir, ich schiebe das einfach mal dazwischen. Ja, ich wollte einfach mal beschreiben, wie eine Folge Let's Showplay Minecraft entsteht. Ihr seht hier mein Sony Vegas. Wenn ich das öffne, habe ich immer die letzte Folge da, die ich also gerade gerendert und hochgeladen habe. Na, momentan sind wir also Folge 129, die wir hier sehen. Und ja, als erstes schmeiße ich hier die alten Videoteile raus und behalte nur den Vorspann, den ihr ja alle kennt. Genau, wir machen jetzt nämlich gerade die Folge 130, da könnt ihr mal live dabei sein. Und sehen, wie ich hier also eine Folge Minecraft zusammenstelle. Im Vorspann muss für jede Folge ein bisschen was geändert werden, nämlich einmal der Text. Das ist jetzt also hier die Folge 130, die wir zusammenbauen. Und dann haben wir hier noch den Teil, wo der Titel der Folge eingeblendet wird. Folge 130. Wieder eine neue Minecart-Strecke mit dem Minecart vom großen Bootshaus zur Spinnenhöhle. Na? So, wollen wir mal sehen, na, wie das aussieht. Das sieht man dann hier rechts in der Vorschau. Ja, großes Bootshaus schreibt man natürlich klein. Ja, kann man da noch was machen? Das besser formulieren, knackiger, interessanter. Ja, ich glaube, wir machen das einfach mal so. Zack, zack und neue Stationen. Ach, das sieht besser aus. Sieht immer besser aus, wenn man einen zweizeiligen Titel hat, dass also beide Zeilen gleich lang sind. Macht einfach von der Optik her einen ausgewogeneren Eindruck. Die vielgerühmte Symmetrie. So, das haben wir soweit. Hier die mittlere Spur, die dritte Spur. Da werden jetzt die Videoteile rangehängt. Ich habe angefangen, das seht ihr jetzt, glaube ich, in Dings nicht, in der Fraps-Aufzeichnung, glaube ich, wenn wir mal sehen. Die ganzen Fraps-Aufzeichnungen landen bei mir in einem Verzeichnis und sind je Folge oder je Teil, den Fraps aufnimmt, 4 GB groß. Und ich fange die Folge 130 an mit einem Überblick über die Karte. Da hole ich mir jetzt einfach aus dem Verzeichnis, ziehe ich mir die Videodatei hier rüber. Da seht ihr schon. Hat Sony Vegas jetzt ein bisschen zu tun, die hier aufzubereiten. Schiebt die hier in den Übergang rein. Und was ich immer machen muss, ist, dass ich hier Panorama-Cropping, also den Bildausschnitt, anpasse. Dass also auf dem Video dann nachher wirklich nur die Karte zu sehen ist und nicht hier die ganzen Bedienelemente. Ja. So. Dann wird noch das Bildseitenverhältnis ignoriert, denn bei mir die Bildschirmauflösung ist 1400 mal 900, 990 irgendwas. Das ist also nicht exakt 16 zu 9, beziehungsweise es ist 16 zu 10 mit dem, was da oben dann drum und dran ist. Und indem ich also hier einfach den Ausschnitt ein bisschen manipuliere, völlig kriege ich das also auf 16 zu 9.
So, dann zoome ich das hier mal zusammen. Die Einstellung kopiere ich mir einfach mal schon für den nächsten Teil, den ich hier dann ranhänge. Zack, da kommt er. Und ja, dadurch, dass Fraps jetzt noch im Hintergrund mitläuft, ist das alles etwas langsamer. Kann jetzt hier wieder umschalten. Sehe, Bildschirmverhältnis passt nicht, weil ich gerade hier an der Markierung bin. Sage dann Event-Attribute einfügen. Dann wird halt die Einstellung aus dem vorherigen Teil einfach übernommen. Na, ich schaue mir hier einfach nochmal den Übergang an. Das passt, da ist also kein Sprung drin. Da oben seht ihr die Tonspur. Da ist also in diesem Fall erstmal momentan nur meine Stimme drauf, als ich diesen Part aufgenommen habe. Da gibt es also auch erstmal keine Probleme mit der Lautstärke. Und ich hole mir dann hier den nächsten Teil, setze die Markierung dann schon an die nächste Stelle, dass ich sehe, Bildschirmverhältnis passt nicht. Ich muss also hier wieder Event-Attribute einfügen, na, damit er also dieselben Einstellungen hat für denselben Bildausschnitt aus dem Video. Hier sieht man auch den Mauszeiger, der ist aufgenommen worden. Wunderbar. Dann kommt der nächste Part, wird einfach hinten rangehängt. Dauert wieder ein bisschen. Na, und wieder Event-Attribute einfügen. Also die Einstellungen aus dem ersten Part, wo ich den Bildausschnitt festgelegt habe, übernehmen. Und dann, zack, haben wir auch schon den letzten Teil, wo ich also über die Karte gesprochen habe. Ich habe das früher so gemacht, dass ich die Karte hier einfach komplett als Bild drin hatte, über die 5,5 Minuten dann gestreckt und die jeweiligen Ausschnitte dann hier eingestellt habe im Sony Vegas. Ja, jetzt mache ich es so, dass ich einfach aufzeichne, wie ich mir die Karte angucke in der Windows-Bildvorschau oder der automatischen Bildanzeige da und habe also da immer dann passend zum Sprechen den jeweiligen Ausschnitt einfach schon automatisch dabei, weil ich da einfach live die Karte hin und her schiebe. Ja. Dann geht's weiter mit dem nächsten Teil. Ich habe dann da die Aufnahme einfach gestoppt, Minecraft gestartet und dann kommen jetzt die Minecraft-Teile. Ja, ich zeichne in Fraps mit voller Bildschirmgröße und 30 Frames pro Sekunde auf. Und Fraps macht das dann also so, dass es eben die Daten in seinem eigenen Format abspeichert. Und wenn die Datei 4 GB groß ist, dann wird einfach die nächste Datei angefangen und so kommen hier diese ganzen Segmente zusammen, die ich dann einfach hier hintereinander reinfüge. Hier muss ich das jetzt mit dem Video-Event Panorama Cropping, also mit dem Bildausschnitt, etwas anders machen. Das ist ja schon der ganze Bildschirm, den ich hier aufnehme. Er ist nur ein bisschen zu schmal, um wirklich 16 zu 9 zu sein. Und wenn ich jetzt sage, er soll das Bildseitenverhältnis ignorieren, dann streckt er das automatisch auf die Framegröße, die ich hier für HD habe, nämlich 1280 mal 720. Ja. Helligkeit brauche ich hier in diesem Teil nicht nachregeln, das ist ja alles bei Tageslicht. So weit, so gut. Ich kopiere mir diese Einstellung einfach wieder. Denn jetzt kommt der nächste Minecraft-Part. Zack, reingezogen, rangehängt. Kurz gewartet, bis Sony Vegas das durchgerechnet hat. So, da haben wir es. Und Event-Attribute einfügen. Das ist also einfach nur, dass das Bildseitenverhältnis dann angepasst wird, dass das Bild also einfach etwas gestreckt wird. Und zack, nächster Part dran. So, da haben wir ja auch Nachtteile dabei. Dann kann ich euch auch gleich zeigen, wie ich das mache mit der Anpassung von Helligkeit und Kontrast. Ja, Event-Attribute einfügen, das mache ich allerdings immer hinterher. So, und da haben wir hier auch schon den letzten Part. Zack. So, okay. Und dann sehen wir schon, Folge 130 wird etwas über 19 Minuten lang sein. Ist eine schöne Länge. Ja, das passt also, da habe ich ein gutes Gefühl gehabt bei der Aufnahme. Und ja, ihr seht ja, die letzten Teile sind hier nachts. Und
Das wird bei YouTube immer ein bisschen dunkler, wenn man sich das nicht auf HD anguckt. Und ich sehe hier unten halt in der Zeitleiste, dass es also hier in diesem Part anfängt mit der Dunkelheit. Deswegen gehe ich also hier auf die, ja, auf die Effektsteuerung, sage ich mal, und sage jetzt, ich will für diese Videosequenz Helligkeit und Kontrast nachregeln. Habe hier erstmal die neutralen Einstellungen und habe hier eben eine eigene Zeitleiste. Das ist eigentlich bei Videoprogrammen alles so üblich, dass ich also sehen kann, okay, ab hier wird es dunkler. Das heißt, hier setze ich mir einen Keypoint hin, einen Steuerpunkt. Da habe ich eben noch die normalen Einstellungen. Und jetzt eine Weile später setze ich mir dann noch ein und da drehe ich jetzt die Helligkeit ein bisschen hoch. Der Kontrast wird ein bisschen stärker hochgedreht und die Kontrastmitte wird ein bisschen verschoben, ja, sodass das Bild trotzdem eben, also ein bisschen aufgehellt ist einfach, aber trotzdem noch die Stimmung vom etwas dunkleren rüberkommt. Aber eben die dunklen Teile eben nicht ganz dunkel sind, rein schwarz, sondern auch eben, wenn man nicht auf HD guckt, dass da was zu sehen ist. Ja. Diese Einstellung merke ich mir, 10-20-40. Das ist so eine Standardeinstellung, denn die gilt jetzt bis zum Ende der Szene durch. Ja. Und bei der nächsten Szene, hier, ja, da wäre ich wieder bei den Standardeinstellungen. Wenn man sich das hier mal anguckt im Durchgang. Gut, hier wird es dunkler, da, zack. Das fällt dann schon auf. Na, und hier muss ich eben von Anfang an das setzen auf Helligkeit 10, Kontrast 20, Kontrastmitte 40. Ist nicht allzu groß, die Veränderung, macht sich aber eben in den dunklen Bildbereichen recht gut bemerkbar. Da jetzt die ganze Szene, der ganze Block durchgehend dunkel ist, lasse ich auch die Einstellung für den ganzen Block. Kopiere mir wieder die Eigenschaften dieser Szene und wir sehen, die nächste Szene ist ebenfalls komplett dunkel. Das heißt, da kann ich einfach nochmal Event-Attribute einfügen und habe dann schon die Einstellung für Helligkeit und Kontrast so drin, dass also von Anfang an bis zum Ende durch die Helligkeit etwas erhöht ist, der Kontrast verstärkt wurde und der mittlere Grauton ein bisschen runtergesetzt wurde, dass also die dunklen Stellen insgesamt etwas aufgehellt werden. Ja. So, dann schauen wir noch nach dem Tonpegel. Ich habe ja hier die beiden Aufnahmen direkt hintereinander gemacht. Ne? Hier auf der Karte eine Fraps-Session und dann einfach Fraps gestoppt, Minecraft gestartet, Fraps wieder angeschmissen, dass es aufzeichnet und schon zeichnet das eben Minecraft auf. Von daher habe ich das Mikrofon zwischendurch nicht abgesetzt, das Headphone nicht Headset nicht umgesetzt, dass also die Lautstärke in beiden Fällen gleich ist. Und ja, wir hören hier einfach mal rein, um den Pegel zu kontrollieren. Zeigen möchte, die führt vom großen Bootshaus Richtung Bauernhaus und Spinnenhöhle. Ja, das hört sich doch soweit gut an. Und hier schließlich haben wir dann entdeckt auf der Gravelfläche. Jawohl. Und das kommt auf Starthaus. Na? Wunderbar. Dann ist diese Folge soweit fertig vorbereitet. Muss jetzt nur noch, hey, das hätte man eigentlich vorher machen sollen, unter einem anderen Namen natürlich gespeichert werden. Ja, hier seht ihr auch schon im Verzeichnis die ganzen anderen Folgen. Folge 130, zack, neue Minecart-Strecke und Stationen. Ja, das macht dann den Upload bei YouTube ein bisschen leichter, wenn dann der Videotitel schon zur Hälfte dasteht. Speichere das Ganze und dann wird das Ganze schließlich gerendert. Und zwar habe ich mir hier einfach die Einstellungen gespeichert, die ich für meine Videos nehme. Minecraft Let's Play. Ich rendere das erstmal als Windows Media File raus. Also Windows Media Video. Mit 1280x720, also HD-Auflösung. Na, Ton dabei entsprechend. Windows Media 11. Kompression und
Schauen wir uns mal die Einstellungen an. Videorenderqualität gut, nicht optimal. Damit dürften diese 20 Minuten Video in HD in etwa einer Stunde durchgerendert sein. Ja, bei optimal ist zwar die Qualität besser, allerdings nicht gut, noch ein Quäntchen besser, aber die Renderdauer ist natürlich wesentlich höher. Da wird er also dann wesentlich länger als eine Stunde rechnen. Audioqualität, ja, CBR, zack, 64 Kabels, ist ja nur Sprache, die ich dabei habe. Deswegen komme ich hier mit 64 Kabels aus, statt 128. Video, haben wir die Einstellungen auch. Konstante Bitrate, Format Videos 9. Okay, dann High Definition, 1280x720. Wichtig, das Pixelseitenverhältnis immer 1 zu 1. Sonst gibt es Probleme. Framerate 25. Ich nehme zwar mit 30 auf, rendere dann aber auf 25 runter. Mach die Dateien einfach nochmal ein bisschen kleiner. Und es wird ja bei YouTube sowieso nochmal umgerendert, sodass ich also nicht wirklich was davon habe, wenn ich hier mit 30 Frames pro Sekunde rendere. Könnte man natürlich machen. Videoglätte habe ich hier eingestellt auf 85. Passt so halbwegs. Wichtig ist auch die Bitrate. Die habe ich hier eben eingestellt auf 3 Mbit. Man kann HD-Videos natürlich auch mit 5 Mbit Bitrate hochladen. Das ist natürlich nochmal ein Zacken schärfer für die Qualität. Aber die Datei wird größer, er rendert länger und er lädt länger hoch. Das alles. Und ich habe mal ein bisschen rumprobiert, habe natürlich auch Erfahrung, klar, ich mache das ja schon seit 5 Jahren, dass ich also hier bei HD-Videos mit 3 Mbit pro Sekunde als Bitrate recht gut auskomme und da doch eine recht gute Qualität habe. Für einen Shooter oder ein richtig grafikintensives Spiel oder halt für Trackmania würde ich da natürlich dann höher greifen, weil zum Beispiel eben auch die Trackmania Community da extrem verwöhnt ist, was die Bildqualitäten angeht. Ja, aber okay, das ist ein anderes Thema. Hier einfach mal so kurz durch die Einstellungen gegangen. Da muss dann natürlich jeder so für sich das Richtige finden. Das hängt davon ab, welchen Codec man benutzt und pipapo. Ja, ich rendere zum Beispiel nicht in MP4, was für den Upload bei YouTube wohl günstiger wäre. Ich müsste mir da auch mal die YouTube-Hilfe angucken, was da am besten ist. Sondern rendere es hier als Windows Media, damit eben das Rendern bei mir relativ kurz dauert. Wenn ich das als MP4 rendere und auch die gute Qualität haben will, dann dann dauert halt das Rendern auch. Die Einstellungen sind natürlich auch von Videosoftware zu Videosoftware immer ein bisschen verschieden. Da muss man sich halt mit seinem Programm auskennen. Und ja, das wäre soweit. Ich schmeiße hier einfach mal das Rendern an. Kiste wird also jetzt eine Stunde beschäftigt sein. Ich kann allerdings noch nebenher ein bisschen was anderes machen. Zum Beispiel meine eigenen Abonnements verfolgen. Ich habe ja nicht nur Abonnenten, sondern bin ja auch einer. Und werde mir jetzt also, solange der Rechner hier rechnet und das Video durchrendert, werde ich mir also meine Abos angucken. Bis dahin. Ihr habt jetzt einfach mal gesehen, wie ich so eine Folge Let's Draw Minecraft zusammenstelle und dass ihr da mal einen Einblick einfach habt, was euch etwas abgucken könnt. So rum, das ist hier als ausdrückliche Aufforderung gemeint. Hier könnt ihr euch ruhig was abgucken, das nimmt euch keiner übel, am allerwenigsten meine Wenigkeit. Ich verabschiede mich dann wieder mal und verbleibe adieu mit Ö.